Morgen! Guten Morgen! Morgen! Nicht schon zum Morgen, gell? Ja. Stell das Ding an. Du darfst, oder was? Du hast etwas anderes. Ja, gut. Du, ist das der Wild? Ich habe gesagt, du sollst den löschen. Ja, ich wollte es gerade machen, aber ehrlich. Geld haben? Ja. Hey, was machst du? Ich bin immer noch uraltes Brot. Das steckt jetzt so innen. Ja gut, Mami wollte mich posten und hat keine Zeit gehabt. Sie sind so arme Kinder. Kein frisches Brot und nichts lassen draufstreichen. Nicht einmal Haferflöckchen hat es mir gehabt. Ihr Projekt ist bald fertig, sie kommt zurück. Nimm mit dem Messer, du Jockel! Hey! Ja. Nein, ich mach es. Lila. Happy! Ich mach es. Hey! Ich chef jetzt. Hey! Das sind wir so eine Saubandi. Das geht raus. Bis an Weihnachten. Oh, nicht schon wieder. Hallo, könnt ihr mal schnell zuhören? Ich habe den Zwischenstand von der Top-10-Liste von allen Blogs, die am meisten besucht worden sind von der ganzen Klasse. Jemand von uns ist auf dem zweiten Platz. Wow, vielleicht bist du ja du, Fini. Auf dem ersten Platz haben wir Katja Surber, das war mit dem Blog über Golf vom 7B. Hallo? Ja. Und auf dem zweiten Platz ist... dir, Marc! Yeah! Hey, mit dir. Jetzt zieh ich das rein. Mm, ja? Türkische Früchte von meinem Bruder und seiner Frau direkt aus Istanbul. Cool, merci. Für das, dass sie mir so geholfen haben. Hey, und ich verspreche, ihr bekommt es zurück. Versprochen. Hey, kein Stress. Wenn du so Zinsen zahlst, musst du nicht pressieren. Mm-hmm. Das ist wie Locada. Mm. Darf ich noch eins? Jeder Eis, Schlampe. Jeder Eis. Ja, Strebersack. Für jeden, aber für jede. Yes. Zucker brauche ich immer schon. Zucker brauche ich immer schon. Also, setzt euch bitte, ich möchte anfangen. Hopp. Was bedeutet das? Hey, ihr könnt doch alle lesen. Oh, es ist ein X. Und wofür steht das? Ja, puh. X-Sache. Der drittletzte Buchstabe im ABC. Vale extra. Aktenzeichen XY. Und es steht für Gesellschaft. Für Gesellschaft. Ah, Sie meinen Ihres Fach. Kultur, Religion und Gesellschaft. Ich habe ein Gesellschaftsprojekt vor mit euch. Sie meinen etwas Soziales. Genau. Learning by doing. Jedä? Marko, ja? Heißt das, dass wir alte Leute Füdli putzen müssen? Du bist so gruselig. Nein, ich glaube nicht, Marko. Hey, hey, stopp. Es gibt verschiedene Praktikumsplätze, die schauen wir uns alle an und dann teile ich euch auf. Der erste Besuch steht übrigens schon morgen auf dem Programm. Es ist ein Reiterhof. Ja. Den dürfen wir uns anschauen und dafür machen wir Ihnen eine neue Website. Ah, das ist unfair. Alle anderen machen jetzt Werbung für ihren Blog. Hausarrest ist Hausarrest. Aber wir sind ja nicht mal gewesen. Du hast genau gewusst, was er macht. Sie haben den blöden Grinsen angesehen. Die blöde Retschi-Tante. Hallo, hallo, hallo. Viel Vergnügen. Ihr zwei nehmt das Velo, fahrt heim. Dann bleibt ihr, kein Fernsehen, kein Game. Ist das klar? Viel Vergnügen? Bei was? Wir machen einen Ausflug mit dem KuReX. Nein, mit dem Dammann seiner Gesellschaftsausflug haben wir genug. Dann geht er den Bahnhof putzen. Es ist eher im sportlichen Bereich. Ah, Altersturnen. Voll langweilig. Ja. Nein, wir gehen reiten. Viel Spass daheim. Ich bin den ganzen Tag los. Was willst du noch von dieser Mann? Hat sie dich noch nicht mal verarscht? Alter, ich kann den Rösser angeschaut, okay? Auch nicht dafür, wenn es ihm gerade im Blickfeld steht. Yeah. Ja, vor allem, ich bin das letzte Mal irgendwie, keine Ahnung, vor 13 Jahren auf einem Pony geritten, Mann. Das ist also wirklich... Ja, aber du musst keine Angst haben, der Reitlehrer zeigt uns ja, wie es geht. Okay. Gut, also, hört mal zu. Das hier ist der Jim, er ist der Chef von da. Hallo. Mein Vorschlag ist ja, dass wir ihm als Dank für den heutigen Besuch eine Website kreieren. Hey, das ist doch super, oder?
Das heisst, sie machen das sehr gerne. Okay, also, zuerst gibt es einen kleinen Rundgang und der Jim erklärt euch für die Webseite, wie der ganze Betrieb funktioniert und so. Also, bitte macht alle Notizen, hä? Ah ja, und nachher gibt es etwas zu trinken. Nachher gehen wir reiten. Also, die, die sich getraut. Aber die sind sicher alle mutig. Aber die müssen genau das machen, was ich sage. Wer von euch will reiten? Hey! Ja. Und du? Nein. Okay. Kommen! Okay. $120 Das ist nicht gerade der Hammer, hä? Mm. Das sind die von der Schule, meine ich. Wir müssen einfach bessere Promo machen. Ja, das ist schon eine gruselige Idee. Oh. Mm. Wir sind als Liebschwesterli. Ja. Typisch Lena, sie will uns quälen. Mm. Das macht sie doch so gern. Aber weißt du es? Dort gehen wir auch hin. Mit dem Hausarrest. Hausarrest? Hausarrest ist vorbei. Okay. Hey, willst du nicht gleich mit? Nein. Ach komm, die Rosse sind doch so brav. Ja. Ach komm mit. Nein, ich glaube lieber nicht. Hast du wirklich Angst vor diesen Rossen? Ja, irgendwie schon. Also, ja. Nein, nicht. Hey, kann ich dich nicht überreden? Schau, ich meine, wenn ich das Ross führe und die ganze Zeit dabei bleibe. Nein, sie wirklich nicht. Also, wenn du die Angst überlegst, gibst du einfach Bescheid. Ist gut. Okay. Du findest, wir sind gemeint zueinander. Dann bist du das Einzelkind. Und wir Geschwister, wir sind immer gemeint zueinander. Ausser wenn uns jemand angreift, dann werden wir zu Leuen. Und wir verteidigen unsere Familie. Aber ganz im Ernst, es ist schon mega anstrengend, zwei Brüder zu haben. Und dann sind es noch Zwillinge. Der Streich von heute Morgen. Der Papa bei uns ist gestorben vor Schock. Zum Glück können sie es jetzt nicht machen. Sie hocken ja daheim und haben Hausarrest.